Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Vor Hawaii ist die Suche nach den neuen Vermissten von dem gesunkenen japanischen Fischereiboot bislang erfolglos verlaufen. Der Trawler war gestern von einem amerikanischen Atom-U-Boot gerammt worden. Der Kapitän des Fangschiffs vermutet, dass die Vermissten sich unter Deck aufhielten, als das U-Boot mit dem Kutter zusammenstieß. US-Verteidigungsminister Rumsfeld sagte den Familien der Verunglückten Unterstützung zu. Die USS Greenville ist inzwischen zurück im Heimathafen auf Hawaii. Noch immer bleibt rätselhaft, warum das U-Boot, ausgerüstet mit modernster Horchtechnik, beim Auftauchen ein großes japanisches Fischereischulschiff rammen und versenken konnte. Auch Amerikas neuer Verteidigungsminister wirkte etwas ratlos. Der Kapitän der Greenville sei jetzt natürlich versetzt worden, sagt er, und es wird weiter untersucht. Der Kapitän des japanischen Schulschiffs vor der Presse in Honolulu. Das U-Boot, hat er gesagt, hat uns nicht nur versenkt, es hat uns danach nicht mal aus dem Wasser geholt. Das tat die Küstenwache. Heute wurde weiter nach 9 Vermissten gesucht, darunter 4 Schüler. Die US Navy erklärt, das U-Boot habe wegen des Seegangs keine Schiffbrüchigen aufnehmen können. Bestätigt wurde, dass die Greenville ein Schnellauftauchmanöver exerziert hatte. Dabei schießt das Boot mit hohem Tempo aus dem Wasser. Notauftauchen zu üben ist normal, sagte Admiral der Pazifikflotte. Dabei werde zuvor akustisch und mit dem Seerohr die Umgebung gründlich abgesucht. Normalerweise, sagt er, und es wird weiter untersucht. Per Extraboot kehrten die 15 Zivilisten zurück, die die Greenville zur Unglückszeit an Bord hatte. Gast der eintägigen Wochenenddienstfahrt war auch der Stabschef der U-Boot-Flotte im Pazifik. Verteidigungsminister Rumsfeld fragte inzwischen, ob man schnell auftauchen so nahe an der Küste üben müsse. Das soll jetzt untersucht werden. Bei den Bündnisgrünen gibt es weiter Streit über die geplanten Atommülltransporte nach Gorleben. Parteichef Kuhn lehnt in diesem Zusammenhang Nachverhandlungen zum Atomkonsens ab. Eine solche Forderung halte er für politisch naiv und gefährlich. Sie stelle die Stabilität des Kompromisses in Frage. Für Nachverhandlungen tritt die Fraktionschefin der niedersächsischen Grünen Harms ein. Sie bekräftigte auch, sie werde Blockaden von Gorleben-Transporten unterstützen.